Also, ich fasse zusammen. Wir haben versucht, Lügen zu erfinden, Fotos zu manipulieren und eine Anti-Barbarus-Kampagne zu starten. Aber Mojo und Barbarus sind im Gegenteil verliebter als zuvor. Ja, weil sie sich wirklich lieben. Deshalb wollen sie ja auch heiraten. Sie werden auf der Hochzeit nichts Böses tun. Wir werden auf der Hochzeit etwas Böses tun? Aber das habt ihr nicht von mir. Die Hochzeit beginnt in 5 Minuten. Die Farben sind hellgrün und goldrote. Vermutlich haben sie eine Bombe. Und sie haben alle eingeladen, damit sie Townsville in die Luft sprengen können. Auf geht's, Mädels! Halt! Aber sind dann nicht wir die Bösen, wenn wir sie angreifen, obwohl sie nichts tun? Und sind wir sicher, dass wir Bianca trauen können? Leute? Leute? Bürger von Townsville, wir haben uns heute hier versammelt, um alles kurz und klein zu schlagen. Nein, 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 nein! Ah, wo ist die Bombe? Wo hast du sie versteckt? Entschuldigung! Wunderschönes Kleid. Ah. Die Bombe ist nicht in der Eisskulptur. Am Buffet ist nichts. Und die Geschenke. Geschenke, okay, keine Bombe dort. Hey, Leute! Stopp! Hier ist eine Bombe! Rettet euch! Hört jetzt damit auf! Wann gibt es die Torte? Schnell, die Torte! Nein, nicht die Torte! Hast du gehört? Sie ist in der Torte! Weg mit der Torte! Sie ist nicht im Hochzeitshippo! Hochzeitshippo? Mädchen, sag mal, was soll das? Wir retten den Tag, Professor. Wann gibt es die Torte? Die beiden heiraten doch nur, um alle Bewohner der Stadt hier zu versammeln, um sie in die Luft zu jagen. Mit einer Bombe. Was? Die Stadt in die Luft jagen? Nein, nein, nein. Mojo wollte einfach nur heiraten. Ja! Warte, was hat er gesagt? Mojo hat gesagt, darf ein Schurke sich denn nicht mal einen Tag für die Liebe freinehmen? Aber Bianca hat gesagt, wenn wir euch beide nicht auseinanderbringen, dann jagt ihr Townsville in die Luft. Petzen, Puff Girls! Das solltet ihr doch nicht verraten! Nein, Barbie, ich hab nicht versucht, euch auseinanderzubringen. Ich wollte doch nur... Ich muss nur schnell, Sag ich doch, Schurken sind nicht immer an allem schuld, auch wenn es danach aussieht. Buttercup, Bubbles hat das gesagt, nicht du. Ach, wirklich? Ja, sie hatte recht. In Herzensangelegenheiten habe ich immer recht. Und los! Barbie, lass deine Zeit nicht mehr!